hast einen OK-Weiß-Drucker und möchtest mit deinem RIP-Software solche Ergebnisse erzielen, ich kann dir das jetzt genau zeigen. In den nachfolgenden 5 Filmen gehe ich wirklich ins Detail, zeige dir, was wir eingestellt haben, damit wir dieses schöne, brillante Druckergebnis hier auf einem schwarzen Baumwollshirt produzieren können. Also klick dich durch, schau dir es an, ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen bei Print Equipment. Mein Name ist Thomas Dusch und heute zeige ich dir die Grundeinstellung der Forever Transfer RIP von Forever, die wir für den OK-Weiß-Drucker benutzen. Und damit du da die besten Ergebnisse erzielst, schau mir einfach über die Schulter. So, wir haben hier das Transfer-RIP auf unserem Rechner installiert, also haben die Grund-DVD einfach eingelegt, haben eben die Anweisungen der Installation befolgt, das Programm ist installiert. Hier, wenn ihr das Programm startet, öffnet sich das hier im Schritt 1 von 1. Ich erkläre euch jetzt einfach mal grundsätzlich so die Funktionen des Programms. Und zwar seht ihr, es gibt hier bei importierten Profilen einfach Profile, die immer das Papier beschreiben, was ihr, sag ich mal, im Drucker eingelegt habt. Möchte ich jetzt mit LaserDuck No-Cut Transferpapier arbeiten, dann wähle ich entsprechend dieses aus und ihr kriegt hier solche kleinen Hilfen dazu projiziert, damit ihr einfach wisst, okay, Baumwolle bedrucke ich dann bei ca. 150 bis 160 Grad. Also so kleine Hilfen sind schon mal dabei auf den ersten Blick. Das gleiche gilt natürlich für Multitrans oder eben für Waterslide zum Beispiel. Ja. Also installiert die richtigen Profile für eure Papiere. Die Profile könnt ihr installieren, indem ihr hier auf diesen großen Symbolen einfach auf Profile Updates draufklickt. Und folgendem Link auf die whitetonertransfer.com Seite. Und da seht ihr schon, da gibt es also alle möglichen Informationen zu der Software. Und wir suchen uns hier jetzt einfach die Farbprofile aus. Da seht ihr es, Transfer RIP Color Profiles, da klickt ihr mal drauf und das Ganze wird untergliedert in die Drucker. Also sprich, entweder habt ihr hier den A4 Drucker, den alten A3 Drucker oder den relativ neuen A3 Drucker. Achtet eben vorne einfach auf die Artikelbezeichnung, Modellbezeichnung und ladet euch eben entsprechend die Profile hier runter. So, das habe ich jetzt hier gemacht, habe sie mir hier importiert und zwar bin ich dazu hier unten auf den Button Importieren gegangen, klick, suche mir meine Profile, die ich auf dem Desktop abgespeichert habe, entsprechend aus und öffne diese. Dann erscheinen die hier in meinem Menü. Ganz wichtig, dass wir natürlich für jedes Papier das korrekte und richtige Profil laden. Ja. Jetzt nochmal ganz kurz hier zur Übersicht. Wir haben eben hier verschiedene Icons, die natürlich unterschiedliche Funktionen haben. Ich fange jetzt mal ganz links an. Im Layout-Icon könnt ihr hier einen Bogen im Nutzen anlegen. Also ihr könnt einen neuen Bogen anlegen und da verschiedene Motive installieren oder platzieren. Ihr könnt also hier Dateien laden und diese im Bogen im Nutzen anpassen. Hier zu den Icons. Ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz die Icons von links nach rechts. Das ganz linke nennt sich Layout. Hier könnt ihr also einen Nutzen auf einen Druckbogen anlegen. Ihr könnt also ein DIN A4 nehmen und dort vielleicht 3, 4 Dateien anpassen. Bei Kalkulation könnt ihr eine Kalkulation hinterlegen und dann rechnet euch der Drucker exakt die verbrauchten Tonerwerte, die verbrauchte Verschleißmaterial. Also er rechnet alles zusammen, was schlussendlich euer Ausdruck gerade eben mit diesem Motiv gekostet hat. Sehr, sehr praktische Geschichte. Kann man hier sehr schön einstellen. Im System kann man eigentlich relativ wenig verändern, außer eben Zentimeter und Millimeter. Das lassen wir also einfach im Standard stehen. Bei Support ist ein wichtiger Punkt, geht hier einfach auf Updates und checkt entsprechend, ob ihr wirklich noch up-to-date seid. Also loggt euch auf den Server ein, sucht nach den Updates und dann seht ihr auch gleich, ob das Programm auf dem neuesten Stand ist. Beachtet hier einfach eben die Freigabe von euch, also jede Software ist bei Anfang, also nach Kauf, 6 Monate freigeschaltet für alle Updates, die eben entsprechend in dem Zeitraum erstellt werden. Könnt ihr die einfach gratis runterziehen. Wenn ihr natürlich danach weiterarbeiten wollt, ist es kein Problem. Die Software funktioniert ganz, ganz normal weiter. Allerdings könnt ihr euch die Updates nur runterladen, wenn ihr dann eben eine neue Lizenz kauft. Diese Lizenz kann man hier bei Print Equipment erwerben, einfach bei eurem Vertriebler anrufen
und wird dann normalerweise auf 12 Monate ausgestellt und liegt bei ca. 120 Euro. Ja. So, wir sind aber hier up to date, deswegen schließe ich das Motiv oder das Fenster wieder. Hier im Icon Registrierung, da seht ihr einfach nochmal eben euren Dongle-Code. Ist ganz wichtig, dass ihr den richtigen Dongle habt mit der richtigen Update-Code-Nummer. Die ist auch etwas länger. Hier ist auch das Datum versteckt, wie lange entsprechend hier Updates gratis gezogen werden können. Ja. So, Profile hatten wir schon mal. Falls ihr irgendwann mal nachschlagen wollt, für was sind welche Knöpfe nochmal ganz genau, dann klickt hier auf die Online-Wiki. Auch hier kommt ihr eben mit der Hilfe des Internets auf die Seite von Systemata und könnt euch wirklich zu jedem Knöpfchen einfach mal ein paar Informationen runterziehen. Da wird eher schön sauber erklärt, was ist wichtig und wozu sind die Knöpfchen da. Also kann ich euch nur ans Herz legen, diese Online-Wiki einfach mal zu studieren. Und der Beenden-Icon erklärt sich von selbst. So, das war der Schritt 1 von 5. Da habe ich dir jetzt erklärt, für was sind die ganzen Knöpfchen auf der Software. Im nächsten Clip gehen wir weiter, importieren Bilder und dann zeige ich dir, worauf du da achten musst.